Hallo, ich bin Charlotte und ich möchte jetzt eine Projektreihe zu dem Thema Was glaubst du machen und mich mit verschiedenen Leuten darüber unterhalten, was sie glauben. Und zum Auftakt dafür laufe ich ein bisschen durch die Stadt und befrage Leute einfach, was sie glauben, um so ein paar Inspirationen zu sammeln. An was glaubst du? Ich glaube an das Gute im Menschen, daran, dass erstmal jeder einen guten Kern hat und ja, wenn es das nicht gäbe, wäre die Welt ziemlich sinnlos. An Zufall? An Zufall. Dankeschön. Was heißt denn genau Zufall? Man kann Ereignisse nicht vorhersehen und sie sind auch nicht determiniert. An das Hier und Jetzt und ich glaube, das reicht dann auch. An Gott. An was glauben Sie? Das ist schwierig. Gott, ach Gott. An Gott. Natürlich. Ja. Dass am Ende alles gerecht ausgeht im Leben. Und wie? Mit dem am Ende jeder das kriegt, das er verdient. Wenn er vorher Gutes in seinem Leben geleistet hat oder wenn er was Schlechtes gemacht hat, dann wird ihm das auch irgendwann vergolten. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall irgendwas Höheres, ein höheres Wesen, weil ja irgendwo der Urknall mal gewesen sein muss, aber was genau das ist, das kann ich nicht definieren. Ja, ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Also irgendwas wird es schon geben, also, aber wie sich das dann äußert, wird man dann erst ein bisschen später erfahren, denke ich. Ich bin katholischer Christ, da glaube ich auch dran. Ja? Gott ist ein, für mich der Inbegriff des Transzendenten, der Schöpfer dieser Erde und der Erhalter dieser Erde. Und natürlich glaube ich an das, was, weil ich, da merken Sie ja wahrscheinlich auch schon, dass ich katholischer Priester bin und von daher natürlich auch das Glaubensbekenntnis der Kirche mittrage. Da haben Sie eigentlich die ganzen, die verschiedenen Dinge. Ich glaube, dass man alles glauben kann und sich jede Realität zusammenbasteln kann, die einem nur in der Fantasie irgendwo einfällt. Und was ist sein gebastelt? Was hat er sich gebastelt? Das, was ich gerade sagte, ist mein Meta-Meta-Meta-Konstrukt. Und daraus kann man dann ja alles zusammenbasteln. Und bei mir verändert sich das. Das ist ja das Schöne, dass wir Dinge glauben können und dann wieder andere Dinge. Und insofern, heute ist mir zum Beispiel kalt, leider. Ich werde daran arbeiten, das zu verändern. An uns selber? Was glaube ich? Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es den Himmel gibt, dass man auch nach dem Tod in den Himmel kommt. Aber ich denke nicht, dass Gott für das Leid auf der Welt verantwortlich ist. Das hat man, denke ich, schon selber in der Hand. Sein eigenes Glück und alles, was einem zustößt, naja, das ist ja auch hinreichend in irgendwelchen Naturgesetzen festgelegt. Ich glaube an die Liebe. Ja, genau, schließe ich mich an. Ich glaube an Gott. Ja, in welche Richtung? Also alles, was sie nicht beweisen können, was sie aber glauben. Also ich glaube schon, dass Gott auch da seine Hand mit im Spiel hatte, dass die Welt erschaffen wurde. Und dass so das, was Jesus uns vorgelebt hat, dass das ganz wesentlich ist. Also dass, und da denke ich manchmal, naja gut, selbst wenn es nicht Gottes Sohn wäre, ist das total wichtig, diese Werte zu leben und das nachzuleben. Und ja, also ich glaube, dass da etwas um uns ist, was uns trägt. Also erstmal glaube ich an den gesunden Menschenverstand und an die Wissenschaft, weniger an Theologie. Ganz generell für das menschliche Zusammenleben glaube ich daran, dass Loyalität und Miteinander und Altruismus unglaublich wichtig sind. An gute Freundschaft, glaube ich, auf jeden Fall. An was glaubst du? An alles Gute nach dem Ende. Ja, was meint das genau? Also ich glaube, dass wenn es irgendwann vorbei sein sollte, mit der Welt, mit dem Sein, mit allem, ist es irgendwie besser. An was glaubt ihr? Ach du meine Güte. Nee. Ich glaube, das wird nichts. An Gott. Können Sie das ein bisschen ausführen? Ich bin katholisch. Kann also nachschlagen. Steht im Katechismus drin. Ach so. Ja. An meine Frau. An was glaubst du? An Freundschaft und Liebe und so. Schwierige Frage. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, an was Sie glauben.
Ich? Mhm. Oh Gott. An mich? Eieiei. Es wird kompliziert jetzt, ne? Nun, was glauben wir? Ich weiß es nicht genau. So religiös gefragt, oder? Alles, was wir nicht beweisen können, was ihr aber glaubt. Ich muss kurz in mich gehen. Ja. Also ich glaube schon, dass es was gibt. Ja. Was Höheres, bin mir aber noch nicht sicher, was. Das hört sich gut an, dem schließe ich mich an. An mich, an Gott. An. Ich weiß nicht, ob ich den benennen muss oder. Also ich glaube auf jeden Fall an irgendeine übergeordnete Instanz, die halt in irgendeiner Form, sagen wir mal so, die vielleicht nicht unbedingt eingreifend ist, aber doch steuernd. Ich kann das überhaupt nicht sagen, woran. Also von jeder Minute zu jeder Minute ändert sich das und eigentlich glaube ich an die Freude. Und ich glaube vor allen Dingen daran, dass man sich nicht an so da habe ich in letzter Zeit, ehrlich gesagt, mit ganz vielen Leuten drüber diskutiert, weil ich finde, dass sehr viele Leute so diese starren Moralvorstellungen haben, die eben von der Gesellschaft aufgedrückt werden. Aber ich glaube, öfter sollte man einfach so, soll ich sagen, das Gefühlsleiten lassen und nicht so darauf achten, was andere Leute als moralisch richtig, ethisch richtig finden. Ich bin christlich. Also ich glaube an Gott und Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Klassisch katholisch. Genauso, ich auch. Dankeschön. An Zufriedenheit, an Glück, an, weiß ich nicht, kann ich so nicht sagen. Ja, an Gott und an Jesus Christus und an den Heiligen Geist und an die Maria und an alle Heiligen. Und an das Credo, das kennen wir ja alle. Wir beten das Credo. Ich glaube an alle. An alle, okay. Ja. Ich bin normalerweise geboren Christ. Und aber ich glaube, Hauptsache einfach so Gott. Ja, und darum dann ist es okay.